Das Xiaomi 13 Ultra ist eins dieser Geräte, die technisch auf dem absolut besten Stand sind. Aber will man so ein Gerät auch im Alltag nutzen? Die Box ist seit Jahren dieselbe. Darüber beschwere ich mich aber nicht, denn alles Nötige ist drin. Netzteil, Kabel, SIM-Tool sowie eine recht hochwertige Hülle sind alles in der Box drin. Man muss sich also nichts dazu kaufen, wenn man dieses Gerät auch nutzen möchte. Und nehmen wir das Gerät mal in die Hand. Und ja, das Ding ist dick. Ihr wisst ja, um Platz 11 und so, aber im Vergleich dazu ist es halt wirklich nochmal deutlich dicker. Der Rahmen geht auch irgendwie bis auf die Rückseite zurück. Und das Aluminium geht da so in dieses Leder über. Also, und oben ist sowieso so ein merkbarer Ruckel. Also, wenn man das Gerät auf dem Tisch liegen sieht, dann denkt man sich echt, dass das Ding irgendwie am Schweben ist. Ich meine, klar, kaum ein Handy liegt heutzutage noch wirklich flach auf dem Tisch. Das hier aber erst recht nicht. Und die Rückseite ist, wie gesagt, so mit Kunstleder versehen, zumindest bei meinem grünen Modell hier. Das fühlt sich auch ganz nett an. Für ein nur 6,73 Zoll großes Display ist es aber einfach ein enorm großes Gerät. Mein OnePlus 11 Display ist genauso groß, fühlt sich aber wirklich deutlich kleiner an. Oder zumindest das Gerät draußen drumherum. Klar, das Xiaomi 13 Ultra Display ist auch nochmal deutlich heller und so, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und das hat ja nichts mit der Größe zu tun. Also, das 13 Ultra ist voluminös und nicht nur das, es wiegt auch einiges. Stramme 227 Gramm sind eine Menge und es sieht auch wirklich sehr schwer aus, wenn man versteht, was ich meine. Diese riesige Kamera, die auch nochmal mehr als das aus dem Gerät herausragt, als ein Schlüssel es tun würde und ganz allgemein diese Erhebung. Also, wer ein unauffälliges Smartphone möchte, der ist hier ganz falsch. Andererseits, wenn man ein Ultra kauft, dann erwartet man ja auch irgendwie genau das, also dieses komplett drüber sein. Also, mir persönlich gefällt es optisch jetzt nicht ganz so gut, aber es sieht einfach danach aus, wie es heißt. Ultra. Drin ist wie bei aktuellen Geräten üblich in dieser Preisklasse ein Snapdragon 8 Gen 2, endlich wieder von TSMC gefertigt, statt von Samsung und endlich auch nicht mehr so heiß wie letztes Jahr. Die Performance ist super, keine Ruckler oder längeren Wartezeiten im System sind zu merken, die Kamera läuft ruckelfrei und so weiter. Das alles bei minimalem Akkuverbrauch, so stelle ich mir ein Flaggschiff vor. Weiter mit Flaggschiff-Hardware geht es auch beim Display auf der Vorderseite, nicht nur groß wie bereits angesprochen, sondern auch sehr flüssig mit 120 Hz, um diesen Prozessor wirklich auch ausnutzen zu können. Er kann seine Wiederholrate variabel anpassen, um Akku zu sparen und mit bis zu 1300 Nits bei normaler Nutzung und maximal 2600 Nits Peak sehr hell werden. Im Sommer draußen in der Sonne das Handy zu nutzen ist wirklich gar kein Problem, so stelle ich mir das auch vor. Alle Daten sind zudem auf dem mindestens 256 GB großen UFS 4.0 Speicher gesichert. UFS 4.0 ist recht frisch und sorgt dafür, dass ihr mit eurem Gerät wirklich auf alle gespeicherten Daten blitzschnell zugreifen könnt, ohne dass großartig Wartezeiten entstehen. Davon gibt es dann maximal 1 Terabyte, den LPDDR5 RAM mit 16 bzw. bei den kleineren Modellen 12 GB kann man auch ganz gut nutzen. Von der Ausstattung soweit also bisher nur das Beste vom Besten, sogar nach IP68 wasserfest ist das ganze Gerät. Aber was läuft denn so als Software drauf? Android 13 mit MIUI 14. Updates kommen aber teilweise so langsam, dass man dann wirklich sieht, wo Xiaomi bis heute noch spart. Also Android 13 hat das Flaggschiff von 2021 über 4 Monate nach einem vergleichbaren Samsung bekommen. Das ist in diesem Preisgebiet echt schwierig zu vermitteln und man bekommt auch nur 3 Jahre Updates, sodass mein OnePlus 11, was 3 Monate älter ist, dennoch über 12 Monate noch mit Updates versorgt wird, an denen das Xiaomi 13 Ultra bereits keine mehr bekommt. Also 3 große Updates soll das 13 Ultra bekommen, 4 das OnePlus. Wann das hier Updates bekommt, ist natürlich wieder eine andere Sache, also ob die verspätet kommen oder pünktlich. Ich würde eher sagen verspätet, aber man wird es sehen. Die Software an sich ist ganz nett, aber offensichtlich halt ein iPhone-Klon. Die Ähnlichkeiten sind unübersehbar. Was ja an sich ganz lustig ist, weil das Äußere so gar nicht wie ein iPhone aussieht. Nicht mal so vom Stil her, aber naja. MIUI über Android 13 ist seit Jahren fast gleich aussehend. Irgendwann wäre eine neue Optik auch mal schön, aber es funktioniert. Und die größten Bugs sind weg. Vielleicht sollte Xiaomi die Software einfach nicht mehr anfassen, dann funktionieren die Geräte auch zuverlässig. Aktuell kann man sich ja da nicht beschweren. Andererseits sieht es halt wirklich bisschen in die Jahre gekommen irgendwie aus. Es ist halt seit Jahren dasselbe. Nicht so die Kamera und darüber reden wir jetzt mal. Das Xiaomi 13 Ultra hat eine wirklich beeindruckende Kamera, wenn man sich die reinen Specs anschaut. 4 Stück, damit schon mal eine mehr als die meisten Konkurrenten. Farblich sind die Kameras sehr gut aufeinander abgestimmt. Man sieht fast keine Veränderungen zwischen den Linsen und selbstverständlich gibt es hier einen 1 Zoll Hauptkamerasensor. Klar, bei einem Ultragerät gehört das fast schon zum guten Ton dazu. Die Fotos, die das Gerät macht, sind natürlich beeindruckend, wenn man nur ältere Geräte gewohnt ist. Ich als jemand, der jeden Tag mit einem Hasselblatt-Kamera-Handy durchs Leben geht, bin aber schon sehr verwöhnt. Und für die 1299 Euro, die das Gerät kostet hierzulande, erwarte ich schon einiges.
Die Hauptkamera macht sehr natürliche Bilder mit wahlweise gesättigten oder eher entsättigten Farben, die bei Nahaufnahmen auch eine starke Hintergrundunschärfe mitbringen. 1,9er Blende, 23mm Sichtfeld und eine 50MP Auflösung, die zu 12,5MP heruntergerechnet werden, sind sehr gut, aber auch abhängig von der sehr guten Verarbeitung der Bilder. Diese Dynamik, wie mein OnePlus 11 sie eingefangen hat, bekommt man hier einfach nicht wirklich geboten. Also die würde definitiv verbessert seit den letzten Generationen. Es ist aber in dunklen Umgebungen etwas, was bei Bildern wirklich den Look so verändern kann, dass er einerseits von Kameras kommt oder eben auch nicht. In dem Fall kommt er es positiv, klar, aber eben auch negativ. Kameras können nicht ansatzweise so stark verarbeiten wie Smartphones und die Dynamik, die ein normales Flaggschiff verliefern würde, möchte Leica, die Xiaomis Farben abgestimmt haben, anscheinend hier nicht. Für Profifotografen, die eh hinterher die RAW-Dateien bearbeiten möchten, sicher nett, fürs einfach draufhalten ist das aber nicht optimal. Die Farben selbst sehen aber sehr gut aus und das extrem mächtige Bokeh ist schon etwas, was man nicht schlecht reden kann. Sehr cooler und eigenständiger Look. Die 3,2-fache Telekamera ist die qualitativ bessere der beiden, durch eine extrem offene 1,8er Blende und 75mm Sichtfeld. Da bekommt man natürlich eine mächtige Hintergrundunschärfe für ein Smartphone-Bild ohne Software-Tricks, klar. Aber auch hier Kameralook, ja, die Verarbeitung eines Smartphones könnte die Bilder allerdings noch ein bisschen besser machen, dann sehen sie aber weniger aus wie bei einer Kamera. Selbes Spiel bei der 5-fach-Telekamera mit 3er Blende und 240mm und dem Ultraweitwinkel mit 12mm und 1,8er Blende. Die Fotos sind rein qualitativ durchgehend sehr gut durch die mächtige Hardware und die unauffällig arbeitende Verarbeitung der Software. Wie ich aber schon gesagt habe, die Bilder sehen weniger beeindruckend und ikonisch aus als das OnePlus 11 mit Hasselblatt-Filter zum Beispiel. Rein qualitativ und von der Flexibilität mit diesem mächtigen Zoom könnte das hier für alle, die damit umgehen können, durchaus aber die beste Kamera in dieser Größenordnung sein. Jetzt nicht nur mit Smartphones, sondern generell. Und ein Handy bekommt man eben auch noch dazu. Nicht unbedingt für Schnappschüsse, aber für Bilder, die sonst einfach nicht von Smartphones kommen. Deswegen auch dieser Huckel auf der Rückseite. Also wenn man damit umgehen kann, kann man hier wirklich sehr beeindruckende Bilder mit erreichen. Aufgeladen wird mit 90 Watt, kabellos mit 50. Andere Geräte werden mit dem 13 Ultra kabellos mit 10 Watt geladen und ja, unterm Strich muss ich sagen, klar, das 13 Ultra ist ein brachiales Gerät für alle, die mit ihrem Handy so nah wie möglich an eine reguläre Kamera herankommen wollen. Der Rest ist aber einfach drüber in meinen Augen. Das Design wäre mir persönlich einmal zu fett für jeden Tag, vor allem wenn man dann noch eine Hülle drum packt und die Kamera, die wackelt auch da massiv drin. Ich habe euch das Gerät trotzdem mal in die Videobeschreibung gepackt, denn mehr Kamera bekommt man aktuell nicht für diesen Preis. Schaut euch außerdem hier neben mir noch mein Video zum OnePlus 11 an. Das ist auch ein feines Gerät und vor allem nicht ganz so optisch drüber wie das hier. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.